Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiedengebirges. Heute machen wir mal was Vegetarisches, Kartoffelgulasch. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann gerne nach dem Intro. Ja, vegetarisches Kartoffelgulasch. Dafür brauchen wir Kartoffeln. Haben wir hier 1,5 Kilo. Das sind jetzt festkochende Kartoffeln. Könnt ihr nehmen, welche ihr wollt. Wir wollen festkochen haben, weil ich will nachher nicht so eine total mehlige Suppe. Dann haben wir hier eine Gemüsebrühe. Das sind Tomaten, die kommen jetzt aus der Dose oder aus dem Tetrapack. Die sind gewürfelt oder fein gewürfelt. Da brauchen wir noch Tomatenmark, Paprikapaste, Knoblauch gewürfelt, Zucker, Salz. Butter in dem Fall jetzt. Wer eben vegan möchte, nimmt dann Olivenöl oder ein anderes Öl. Dann haben wir hier noch Paprika edelsüß, Pfeffer schwarz, Thymian, Oregano und irgendwas fehlt. Thymian, Oregano und boah. Majoran, ja danke, Majoran. Ja, dann natürlich die Zwiebeln, die würfen wir gleich noch. Ein paar Frühlingszwiebeln nachher als Topping oben drauf. Wir machen als Topping zusätzlich noch Schmand mit drauf. Es gibt auch veganen Schmand, glaube ich, von Dr. Oetker heißt dann Vega-Creme oder so. Schreibe ich aber auch unter dem Video. Also wir machen jetzt vegetarisch, weil wir eben Butter nehmen und dann vielleicht am Ende Schmand. Die Veganer nehmen dann Olivenöl, dann ist es vegan und lassen den Schmand weg oder nehmen dann den Vegan von Dr. Oetker. So, jetzt bereiten wir hier ein bisschen vor und dann fangen wir mal an, das Gemüse zu schnippeln. Ah ja, die Paprika hier übrigens, das hatte ich letztes Jahr schon mal. Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, den Sammy. Vielen Dank, Sammy, an dieser Stelle für die leckeren Paprika. Der baut tierisch viel an und ja, der schenkt mir regelmäßig welche. Und ja, jetzt war er vor kurzem da. Hat ganz viele Peperoni in allen Variationen gebracht und Chilis und auch ganz viel Paprika. Deswegen hier ein bisschen Chili kommt mit dran, aber ganz viel Paprika. Ja, vielen Dank nochmal. Ich habe hier mal so ein Foto, das zeige ich euch hier mal, was ich da so an eine Menge bekommen habe. Beziehungsweise da war sogar noch so ein kleiner Chili-Baum bei. Ja, Foto kommt nach oben. Und jetzt fangen wir an mit dem Gemüse schnippeln. Das machen wir im Dutch-Ofen. Das Ganze machen wir im Dutch-Ofen auf dem Grill. Den machen wir schon mal warm. Und ja, wir schnippeln erstmal die Zwiebeln. So, wir beginnen mit den Zwiebeln. Da haben wir hier drei so mittlere Zwiebeln. Die schneiden wir dann einmal in der Mitte durch. Und da brauchen wir jetzt nicht ultra feine Würfel machen. So, ich sag mal so 8 mm bis zum Zentimeter. Die zergehen am Ende so ein bisschen, wenn sie dann gekocht werden bzw. gebacken. So, diese Blume am Ende, die nehmen wir nicht mit. Die tun wir an der Seite. Die brauchen wir nicht. Kann man mit in eine Suppe schmeißen, wenn man die kocht. Oder anbraten, wenn man ein bisschen... Aber das lohnt sich, glaube ich, in dieser Menge nicht. So, das machen wir natürlich mit den drei kompletten Zwiebeln. Vorhin hatte ich nicht erwähnt, hier, wir haben noch ein paar Karotten aus eigenem Garten. Ich nenne das immer so ein bisschen Sichtgemüse. Das kommt da einfach mit rein. Gibt noch ein bisschen Geschmack und ja, warum sollen wir sie wegschmeißen? Wir haben da im Garten noch ganz viele von. Und die passen super an Gulasch ran und jetzt auch ans Kartoffelgulasch. So, da haben wir die drei Zwiebeln geschnitten. Die packen wir jetzt kurz weg und dann braten wir die gleich zusammen im Dutch-Ofen an. So, die Zwiebeln sind gewürfelt, stellen wir an der Seite oder Beiseite und jetzt nehmen wir die Karotten. So, und da, je nach Stärke, sage ich mal, die braten wir gleich kurz mit an. Die schneiden wir auch so in Zwiebelwürfelgröße, sage ich mal, vielleicht einen Ticken größer. Aber das könnt ihr auch machen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, das ist nur so ein Sichtgemüse. So, jetzt warten wir, bis der Grill die Temperatur hat, beziehungsweise der Dutch Ofen, und dann geht es dann mit Butter weiter. So, geht los. Wir haben die Butter hier schon mal so ein bisschen, ich sag mal, angetaut, damit die in Töpfe rein kann. So, zischt auch gleich los. So, und in die Butter, da geben wir sofort die Karotten. Und die Zwiebeln. Und dann brutzeln wir jetzt mal so ein bisschen an. Das muss jetzt eine super Farbe bekommen. Aber der Nachbar hat Langeweile. Der meint, er muss jetzt in den Garten bei dem Wetter. So, und das braten wir jetzt mal kurz an. So, da wo die Zwiebeln jetzt langsam anschmoren und die Karotten, da nehmen wir unsere Paprika. So, und die machen wir oder schneiden wir so auch so in. Ja, nicht so fein wie die Zwiebeln. Ich sag mal immer so einen halben Teelöffel.
die größer als Teelöffelgröße. Wir machen sie so einen halben Teelöffel. Und das hier sind wirklich Paprika in allen Variationen. Rot, grün, gelb, weiß, orange. Da ist alles bei und die sind mega lecker. Ich habe die schon probiert. Und das machen wir natürlich mit den ganzen Paprika. Hier die Orangen, perfekt. Ups, nicht wegfallen. Oh nein, ist runtergefallen. Waschen wir natürlich ab, schmeißen wir nicht weg. Die gelbe. Oh, die riechen auch gut. Ja, der Nachbar hat gerade Langeweile. Also ich kann euch sagen, es hat gerade bis jetzt gerade draußen geregnet. Und wir haben auch nur 9 Grad, glaube ich. Und scheinbar fängt es jetzt wieder an. Er hat seine Kettensäge doch nicht ausgemacht. Ja, wir schneiden jetzt die Paprika komplett und dann geht es gleich weiter. So sehen die Zwiebeln aus. Schick, und die Karotten. So, jetzt packen wir die Paprika dazu. Wie gesagt, das sind genau 500 Gramm. In allen Farben. Jetzt kann man schon schön, oh, und dann wird jetzt heiß. Da muss ich aufpassen. So, gesamte Menge rein. Rühren wir alles einmal durch. Und jetzt lassen wir die ein bisschen, ja, mit anschmoren. Ne? So, in der Zeit, wo die Paprika da so ein bisschen schmoren, dann nehmen wir uns die Kartoffeln. Und ja, die schneiden wir jetzt nicht in Gulaschstück groß. Gulaschstück ist jetzt, glaube ich, Walnussgröße. So wollen wir sie nicht haben. Das ist ein bisschen zu groß. Aber wir machen jetzt auch so, ich sag mal, wieder so, dass sie auf den Teelöffel passen. Ne? So diese Stückgröße, die darf sie haben. Und ja, in dieser Größe schnippeln wir jetzt unsere Kartoffeln. Boah, die kleben ja wie Hunde, ey. Und das machen wir natürlich auch mit der gesamten Menge. Das heißt 1,5 Kilo. So, die Kartoffeln sind geschnibbelt. Unser Paprika leicht angeschmort. Buddeln wir jetzt in der Mitte ein Loch. Ein paar Paprikamark und Tomatenmark mit rein. Ein bisschen mit erhitzen, anbrutzeln, damit das ja, nicht bitter wird. Oder nimmt so ein bisschen die Bitterstoffe dann. Oder warten wir jetzt einen Moment. Rühren das einmal leicht durch. Dann Gewürze. Dann Pfeffer und Paprikapulver. Ach, jetzt riecht's gut. So, Salz und Zucker. Und das rühren wir jetzt so im Eimer so vorsichtig um. Und dann nehmen wir hier unsere passierten Tomaten bzw. Tomaten in Stücken aus der Dose. Und die geben wir dann auch mit dran. Und dann gleich hier die Brühe. Und dann nehmen wir die volle Menge. Einmal leicht umrühren. Ach, duftet ehrlich herrlich. So, und da warten wir jetzt 5 Minuten, die so ein bisschen Temperatur annimmt und dann kommen die Kartoffeln da rein. Wir haben jetzt ein bisschen Temperatur, kocht noch nicht, wollen wir auch nicht. Und jetzt packen wir mal die Kartoffeln dazu. Da nehmen wir die gesamte Menge. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. So, und die heben wir und rühren wir, einmal leicht unter. Schon ganz cool. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich noch 2-3 Lorbeerblätter mit dran machen. Die habe ich jetzt aber nicht hier. Ja, die hole ich gleich, die kommt da auf jeden Fall noch mit dran. Und dann nehmen wir einmal so ein etwas schärferes Gerät hier. So, und das packen wir dann mal so ein bisschen dran. Deckel drauf. Und wenn das jetzt gleich anfängt zu kochen, dann würde ich sagen so 30 Minuten kochen lassen. Und dann sollten die Kartoffeln gar sein und dann wird verkostet. 45 Minuten später, also das heißt 15 Minuten, bis der Pott gekocht hat und dann nochmal 45 Minuten. Jetzt ziehen wir uns unseren Winterhandschuh an, drehen die beiden äußeren Brenner wieder runter hier, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Ja, das passiert mit den Kartoffeln bei 175 Grad, 45 Minuten. Und die Chili hier in der Mitte, sehr ausgelaugt.
Ja, ich sag mal, Deckel wieder drauf, packen das Gerät auf die andere Seite, richten das ein bisschen an und dann wird verkostet. Kartoffelgulasch, jetzt vegetarisch, weil Butter drin und Schmand oben drauf. Ja, lasst ihr die Butter weg und Schmand und setzt die Butter durch Öl, haben wir vegan. Aber wir wollten mit Schmand, deswegen vegetarisch. Ja, für mich als fleischfressende Pflanze, sag ich mal, muss man mal probieren. Machen wir jetzt auch. Und ich nehme mal so ein bisschen Schmand, so ein bisschen Kartoffel, so ein bisschen Paprika. Oh, es ist, guck mal, die Kartoffeln sind zart wie Fleisch. Nein, ja, sind sie. Mir läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Und ich nehme jetzt hier so einen Hieb und sage dann mal auf euch und probiere das. Mmh. Wow, also die Paprika sehr gut. Und die Chili, die oben drauf lag. Mmh. Also das ist das Ding hier, ne? Ich habe den vorhin mal angepackt und mir danach irgendwie den Finger abgeleckt. Also die Schärfe ist da. Die ist hier auch, ja, ist schon eine Schärfe da. Ist jetzt nicht super scharf, aber schon ganz ordentlich. Das heißt, wenn ihr da so ein Ding drauf packt, guckt da ein bisschen nach, nimmt sie nicht zu groß. Mm-hmm. Aber sonst, ihr lieben Vegetarier und Veganer, sehr lecker. Mm. Leichte Süße, die Paprika, genial. Ja, das war ja die von meinem ehemaligen Arbeitskollegen Sammy. Also Sammy, mach das nach, du wirst es mögen. Also wirklich sehr lecker. Mm. Da jetzt so ein Steak dran, für mich jetzt, wäre perfekt, aber wir lassen das jetzt so. Kinder dürfen es auch mal probieren. Gefällt mir echt gut, muss ich sagen, dafür, dass es vegan, vegetarisch ist. Also in dem Fall jetzt mit Schmand vegetarisch, hatte ich ja gesagt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo wäre super genial. Schreibt mal drunter, wenn ihr sowas macht, wie es euch gefallen hat. Also ich muss sagen, als wirklich fleischfressende Pflanze ist das wirklich lecker. Glocke aktivieren. Ja, und bis dahin bleibe ich euer Olaf Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiengebirges. Macht's gut. Und ich, ja, ich habe zwei Töchter, die sind beide vegan oder essen vegan. Und ja, denen darf ich das jetzt nicht geben, ist Butter drin. Aber irgendwann mache ich das normal und dann mache ich das wirklich vegan für meine beiden Mädels. Bis dahin. Ey, gut. Ehrlich, muss man probieren.